Biblos GmbH ist 1996 gegründet als Ingenieurdienstleister und zog 2000 mit ca. 10 Leuten hier im ITC mit ein. Warum ITC? ITC steht für Innovation, Technologie und es sind genau diese Themen, die auch für uns wichtig sind. Wir haben hier vorgefunden die entsprechenden Rahmenbedingungen in Form von Räumlichkeiten, in Form von Infrastruktur und auch das Ambiente mit anderen Firmen, die uns also hier auch ermöglichen, entsprechendes Wachstum reinzubringen. Wir sind gewachsen vom tatsächlichen klassischen Entwicklungsdienstleister hin zu einem Anbieter mit eigenem Leistungs- und Produktportfolio, der weltweit die gesamte Automobilindustrie beliefert und sie begleitet bei deren Weg mit deren Fahrzeugen zum autonomen Fahren. Die Mission von B+ ist es, die Entwicklung dieser Assets von morgen heute greifbar, erfassbar zu machen. Was wir hier sehen, ist die komplette Infrastruktur, die komplette Werkzeugkette, die B+ entwickelt. Von der Sensorankopplung über die Datenkonzentration bis hin zum Aufzeichnen und der algorithmischen Berechnung auf Hochleistungsrechnern, die im Fahrzeug betreibbar sind. Hallo, ich bin Melissa. Ich bin seit 2017 bei der B+ angestellt. Angefangen habe ich als kaufmännische Auszubildende. In der Personalabteilung bin ich für unser Magma-Programm zuständig. Magma ist unser internes Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter steht es. Wir haben einen Anteil von ungefähr 80% Ingenieure und die versuchen uns, also zum Beispiel auch mir als Nicht-Technikerin, so gut wie möglich zu erklären, wie unsere Produkte und Tools funktionieren, damit wir mir das auch weitergeben können. Werden auch Sie Teil unseres Netzwerks.